Neue Sendung aus der Gondel, schön, dass Sie da wieder mit dabei sind. Und ich darf die glücklichste Frau der Welt fragen, warum sie das ist. Herzlich willkommen, Volksmusikstar Monique. Hallo, grüezi. Hi, servus Andreas und ganz, ganz lieben Gruß an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Dankeschön fürs Psychle der Gondel. Ja. Wir können dir, du verstehst Vorarlberger dir. Ja, ja, gell? Das ist auch kein Problem. Super. Ich glaube, ich gebe mir einfach Mühe, ich rede es auf Hochdeutsch, weil Berndeutsch verstehen, glaube ich, nicht ganz alle. Da weiß ich nur, dass es Berndeutsch ein bisschen langsamer geht, sagt man aus bösem Mund, oder wie? Das ist nicht böse gemeint, es hat was, weil wir sprechen nur so langsam, dass alle anderen hinterherkommen. So, genau. So was musste ja kommen. Ja, logisch. Natürlich, wenn man so erzählt wird, geht dann so. Die brennendsten Fragen, aller brennendsten Fragen. Immer wieder tönt es aus dem Radio und aus Fernsehshows, ich bin die glücklichste Frau der Welt. Was hat es denn mit dem auf sich? Ja, heute noch? Immer noch, es ist so. Ich glaube, ich bin einfach auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Schön. Ich habe den schönsten Job der Welt, den ich ausführen darf. Ich habe 3 wunderbare Kinder, die gesund sind und ich habe einen ganz, ganz lieben Schatz. Was will man noch mehr? Ja, okay. Und gesund darf ich auch sein. Sehr schön. Ja. Jetzt hast du schon in einem Paket, könnte man schon den Punkt drunter setzen. Aber jetzt hast du mal eine Hölze. Du hast 3 Kinder. Ja. Jawohl. Und Teenager, wie ich weiß. 2 sind noch Teenager. Die eine hat das Teen jetzt abgelegt. Die ist jetzt 20 geworden, meine große Tochter. Und dann habe ich noch Zwillinge, die sind 18. Zwillinge? Ja, genau. Ein Pärchen. Ganz genau. Ganz toll. Okay. Ich bin sehr, sehr froh gewesen. Als die ganz klein waren, als sie Baby waren, da musste man nur die Windel öffnen, dann wusste man, welche das welche ist. Meine Schwester hat eben auch Zwillinge, aber 2 Mädchen. Ja. Da bin ich Patin. Ja. Und ich weiß heute noch nicht, die sind jetzt 11 und ich weiß manchmal heute noch nicht, welche das welche ist. Okay. Da bin ich froh, mein Pärchen passierte das nicht. Kommen wir nochmal zurück auf Ich bin die glücklichste Frau der Welt. Das war ja war nicht nur einer deiner vielen Hits, aber einer, reingeht. Ja, der oder wirklich damals zumindest reingegangen ist. Ja? Genau. Ja, das ist halt wirklich aus dem Leben gegriffen, der Titel gewesen, weil ich wirklich als, ich war Hausfrau, ich war Mutter, ich war Sängerin, durfte alles in einem eigentlich verkörpern und ich habe dann mit diesem Titel auch wieder mitgemacht beim Grand Prix der Volksmusik damals, weil ich den Einstieg wieder gemacht habe nach der Babypause und bei uns in der Schweiz gab es ja keine Sendungen mehr, außer der Grand Prix der Volksmusik und mit dem Titel bin ich dann wieder eingestiegen. Und hast gewonnen? Gewonnen, also beim Vorentscheid war ich mit dabei und habe mich dann qualifiziert ins Finale in Wien. Ja. Damals war übrigens Beatrice Egli noch mit dabei beim Grand Prix der Volksmusik. Genau. Und da hat sie, das waren ihre Anfänge eigentlich mit Lisassia und da war ich dann die beste Schweizerin. Ich habe nicht gewonnen, ich habe dann 99 davor mal gewonnen. Und, aber mit dabei sein, das war schon mal schön wieder. Eine gewaltige, muss man fest schaffen, dass man zu so einem Grand Prix kommt, weil die Branche ist ja eigentlich peinhart, oder? Das ist so, aber damals, als ich zum Grand Prix gekommen bin... Entschuldige, wenn ich unterbrich, liebe Monique, was heißt damals, wann war das? Das war 98. Im 98 durfte ich das allererste Mal mit dabei sein im Grand Prix. Da war es für mich eigentlich eine ganz lustige Challenge. Ich war einfach zur rechten Zeit am rechten Ort, weil ich wollte nie Sängerin werden, ich wollte eigentlich Automechanikerin werden. Ist ja fast dasselbe. Ich war als Alleinunterhalterin unterwegs mit meinem Keyboard. Stand-up? Ja, wirklich. Keyboard gespielt. Ich habe mehr Start und Stopp gedrückt und einfach dazu gesungen, sagen wir es so. Oder dann habe ich irgendeinen Rhythmus laufen lassen, Akkordeon dazu gespielt und so dann gesungen dazu. Und dann stand ich wirklich mal zur rechten Zeit am rechten Ort und da hat mich dann ein Manager im Publikum kennengelernt und hat zu mir gesagt, naja, ist ja alles gut und recht, ein bisschen Gesangsunterricht, da würde nicht schaden. Und ich so, ja, ich will ja nicht Sängerin werden, ich mache das als Hobby, und also, weil ich es gern mache, aber ja. Und dann, das war im 96 und im 97, im Frühjahr, im Februar drin, ich war noch in einer Karnevalsmusik, ruft er mich wieder an und sagt zu mir, ob ich immer noch singen würde. Dann sage ich, ja, aber Gesangsunterricht habe ich immer noch nichts. Ich habe zu Hause in der Badewanne gelernt. Und dann sagt er, ja, macht nichts. Der Carlo Brunner, das ist ein ganz bekannter Ländlerkönig bei uns in der Schweiz, der hat einen Titel beim Grand Prix der Volksmusik mit dabei, der sucht eine Sängerin. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Ja, ich gehe jetzt zum Karneval, ich spiele Pauke in einer Karnevalsmusik. Ich gehe zum Karneval, ich habe keine Zeit für sowas. Da will mich nur jemand veräppeln. Dann hat er gesagt, nee, der ruft dich jetzt dann gleich an und dann quatsch mal mit dem. Da hat er mich angerufen und dann sagt er, ich schicke dir noch eine Kassette. Damals waren noch Kassetten, ja, oder?
dann habe ich gedacht, nee, da veräppelt mich jemand. Und ich war mir wirklich nicht ganz sicher. Dann kam wirklich so eine Kassette. Und dann, das war an einem Samstag, montags habe ich die Autoprüfung gemacht und Dienstag ging ich ins Studio und dann ging es gleich los. Okay, und seither war ich immer wieder beim Grand Prix dabei. Ja. 97 das erste Mal, das zweite Mal im 98, da habe ich mich nicht ins Finale qualifiziert. Okay. Dann haben wir gesagt, alle guten Dinge sind drei. Und 99 mit einmal so hat es eingeschlagen. Und seither habe ich den schönsten Beruf der Welt. Die intakte Natur ist der wahre Garant für einen erholsamen Urlaub. Die Christbergbahnen im Montafon leisten dazu täglich ihren Beitrag. Für die Gäste stehen im Tal E-Ladestationen zur Verfügung. Und mit 100% Ökostrom gelangt man nachhaltig auf den Berg. Lass dich mit regionalen Produkten von den Silbertaler Alpen verwöhnen. So steht einer erholsamen Zeit am Berg nichts mehr im Weg. Ich als gebürtige Bluderzerin würde mich freuen, wenn er mich in meiner Heimat Meran besuchen kann. Und vielleicht sogar im Geschäft. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude mit der neuen Sendung Ostergondel mit dem Andreas Seeburger, den wir einkleiden haben dürfen. Da kann man jetzt auf diesen schönen Beruf noch zurück, aber ein Hölzchen hast du mir geworfen, nämlich den Automechaniker. Ja. Der hat mich jetzt nicht geschockt, der hat mich angenehm geflasht. Eine so zierliche Persönlichkeit will Automechanikerin werden ursprünglich. Ja, warum? Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die im Autorennsport tätig war. Meine Eltern waren Streckenkommissäre bei Bergrennen. Und ich bin mit 7 Jahren das allererste Mal am Steuer gesessen, in Hockenheim, im Fahrerlager. Hockenheimring. Ja, genau. Ja. Und wir waren an jedem Wochenende waren wir immer wieder an Autorennen mit dabei. Und es konnte bei mir nicht laut genug, nicht groß genug sein. Wirklich? Ich hätte auch am liebsten den LKW-Führerschein gemacht. Habe jetzt gerade vor 2 Monaten noch einen Motorradführerschein gemacht. Okay. Habe noch 300er Kubik Vespa gekauft. Ja. Und habe vor 2 Monaten die Prüfung gemacht. Und vor einem Monat ging ich dann nach Holland in den Urlaub. Es muss einfach Motor haben. Okay. Und heute kommt mir das ja auch zu gut, weil ich mit der Musik viel unterwegs bin und so dann mein Auto auch wieder habe. Jetzt kann ich beides ausleben. Sehr gut. Jetzt kommen wir auf die gegenwärtige Kunst deiner Bühnenkunst. Was für ein Genre von Liedern sind gegenwärtig aktuell? Hat sich natürlich ein bisschen alles verändert. Ich war ja wirklich vor allem in der volkstümlichen Schlagerszene mit dabei, vor Corona natürlich auch. Die hat ja damals auch noch viel mehr im Fernsehen stattgefunden. Dann hat sich das alles ein bisschen verändert, halt in den poppigen deutschen Schlager. Und ich habe gefunden, naja, man geht einfach mit der Zeit mal mit, weil sonst gehst du mit der Zeit. Also geh mit der Zeit. Und das hat sich dann verändert, natürlich im Fernsehen und Radio, da bin ich ein bisschen mehr im poppigen Schlager gekommen, aber auf der Bühne, da wird nach wie vor noch, ich habe auch angefangen zu jodeln zum Beispiel, verschiedene Facetten. Ja. Und ich tue auch immer wieder einmal im Jahr mal irgendwie so ein spezielles anderes Genre mitnehmen. Einmal ist es Country, mal war es wieder Broadway. Ja. Einfach ja so ein bisschen den Leuten alle Seiten zeigen zu können und mich ausleben zu dürfen. Und in unser Ausleben hast du ja dürfen. Absolut. Du warst ja vor einiger Zeit bei Gerrys Alpengaudi. Ja, aber das war wie schön. Wie war das? Hey, das war der Hammer. Das war eine super Location. Das war ein wunderschönes Stimmung. Firmament in Rankweiler. Ganz genau. Ja. Und ich war am Samstag, aber ich bin Freitag schon angereist und durfte da schon ein ganz, ganz tolles Konzert erleben als Gast, was auch immer mal wieder schön ist. Aha. Und ich muss sagen, hey, das war Hammer und ich komme extrem gerne wieder. Vielleicht auch zu uns in die Gondel wieder. Sofort. Aber ich habe was gehört, du spielst ja Akkordeon. Wenn ich wiederkomme, dann spielen wir gemeinsam. Dann nehme ich meine auch mit. Abgemacht, das machen wir wieder. Sehr gerne. Alles gut. Wir sind auf 14,01 Meter Seehöhe schon angelangt. Unglaublich, an es geht wunderschön und ganz schnell. Und es geht knackig schnell, gell? Extrem. Monique, vielen lieben Dank für deinen sympathischen Besuch bei uns in der Gondel. Hammer, so ein Interview hatte ich in 25 Jahren noch nie. Geile Location, oder? Sensationell. Geiles Set.
Vielen Dank. Behalte deinen herzlichen Humor bei, dein sonniges Dankeschön. Gemüt. Wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Gleichfalls. Dankeschön. Und das mit dem Akkordeon ist die eine Sache und dein Zwillingspärchen ist eine andere Sache. Das ist für die Gondel. Okay. Fragen wir da mal. Wir kommen auf jeden Fall. Das wäre mal interessant. Wir kommen wieder. Gell? So schnell wirst du mich nicht mehr los. Alles gut. In Dankeschön. Die Kamera 1 lächeln wir zum Abschied. Nochmal vielen Dank fürs Dabeisein und für dich bis nächste Woche wieder. Tschüss miteinander. Ciao, ciao. So perfekt und so schnell wie die Folge aus der Gondel ist schon unser Powerbleaching-Klopfer. Und das Ergebnis schauen wir uns jetzt gleich gemeinsam an. Aber zuerst wünsche ich euch eine ganz feine Zeit.